kann nicht überall sein und meine Gelenke sind auch nicht mehr die jüngsten. Sie haben sich wohl genau wie du entschieden, hier zu bleiben. Das wird auf jeden Fall der Kampf ihres Lebens. Fast geschafft. So können wir diejenigen verstecken, die nicht kämpfen können. Wenn wir fallen, werden die Tenakt sie früher oder später finden. Wir sind da. Wer ist es? Hast du vielleicht noch Fragen? Ich bin bereit. Viel Glück. Komm zur Schmiede, wenn du fertig bist. Pass auf, wo du hinfährst, Besucherin. Giftige Pflanzen bedecken ihre Felder. Guten Tag. Ich sollte mir dann mal meinen Weg nach oben suchen. Muss irgendwie da hoch. Wie muss ich doch an den Ranken vorbeikommen? Aber wie? Ich glaube, hier komme ich wirklich nicht durch. Es gibt wohl keinen einfachen Kletterweg nach oben in die Höhle. Aber wenn es hier Tunnel gibt, könnten unter Wasser auch welche sein. Vielleicht führen die zu einem Weg in diese Höhlen da hoch.
Höhlen hinauf. Wenn ich es richtig abpasse, könnte ich springen und mit dem Zugwerfer zur anderen Seite kommen. Geschafft. Wo sind jetzt diese Breitschlunde? Diese Schoten, die sie auswerfen, sind wie die, die Q braucht. Sieht aus, als könnte ich sie einfach aufheben, wenn sie zu Boden gefallen sind. Wenn ich leise genug bin, komme ich an sie ran, ohne dass die Maschinen mich sehen. Thank you.
hält mich wach. Ich hab, was du brauchst. Keinen Moment zu früh. Was ist mit Voss? Ich hab seine Tasche wieder. Hoffentlich die letzte, die ich begrabe. Aber jetzt muss ich die Waffen vorbereiten. Hoffentlich wird das reichen. Wird reichen müssen. Alle bleiben in Deckung, bis ich das Signal gebe. Utaru, für Flusslied! Utaru, für Flusslied! Flusslied wird nicht fallen! Thank you.
verstößen. Die Jungen wussten wohl doch, wie man schießt. Diesen Sieg schulden wir dennoch dir, Jägerin. Ich habe nicht so viel dazu beigetragen wie du, Q. Nur ein paar Teile gebracht. Aber dennoch sollst du den hier haben. Er hat meinem Volk gedient und wird dir dienen. Ich pass drauf auf. Achte auf dich. Der Boden erblühe unter deinen Schritten. Möge das Land gut zu dir sein. Keine Lust. Einen helleren Tag dir. Wird ihre Samen tragen. Wir dürfen. Was ist denn hier los? Du hast doch vor dem Chor gesprochen, ja? Du könntest helfen. Das hier geht dich nichts an, Fremde. Dulden wir deine Einmischungen denn nicht schon genug? Eine mehr vertragt ihr sicher. Was ist denn? Meine Frau, Calais, sie sollte dem Chor beitreten. Sie ging zum Sporn, um den Entdeckungsritus durchzuführen. Aber sie muss gestürzt sein. Und jetzt brechen Sie die Suchaktion ab? Wir haben genug getan, Bray. Die Suchmannschaft fand nur ihr Instrument. Es lag kaputt am Flussufer. Und auf dem Sporn lag nur die Farbe, die sie beim Ritual verwendete. Wir werden von nicht noch mehr Leuten verlangen, ihr Leben zu riskieren, nur weil eine Frau stur ist. Aber die Samen, die sie trug, müssen gepflanzt und verehrt werden.
Du hast Landgöttin Rey geholfen. Du sahst, was niemand sonst sah. Bitte, such nach ihrer Samentasche. Falsche Hoffnung ist Treibsand. Warum sollte Kalle dem Chor beitreten? Der Chor entscheidet selbst, aber das Volk entscheidet mit. So fiel die Wahl auf sie. Kalle forderte mit der Zeit zunehmend neue Ideen anstelle alter Traditionen und erntete Zuspruch dafür. Wir müssen uns der Dissonanz stellen, auch wenn sie vielleicht unangenehm ist. Ihr nahmt Kalle also auf, um dieses Lauffeuer zumindest einzudämmen? Die Fremde versteht aber schnell. Dieser Entdeckungsritus. Was genau ist das? Eine Pilgerfahrt zum Sporn an den Ort, von dem aus der erste Utaru Reinklang sah. Kalle sollte dem Weg unserer Ahnen folgen, ihre Augen färben und dann auf das Land schauen und ihr Lied spielen. Dann hätte sie ihr Mahl am Sporn hinterlassen und so zu all jenen gehört, die vor ihr kamen. Früher machte jedes neue Chormitglied die Reise. Aber nach der Störung ließ man von dem Brauch ab. Niemand trat mehr diese gefährliche Reise an. Warum dann Kalle? Wir rieten ihr alle davon ab. Aber wie auch sonst, ignorierte sie unsere Warnung. Sie meinte, es würde ihre Ansicht stärken. Sie musste beweisen, dass sie die alten Sitten respektierte, obwohl sie dagegen sprach. Dann würden mehr auf sie hören. Wie war Kalle politisch eingestellt? Radikal. Ihr hättet euch gut verstanden. Reinklang stirbt. Aber Kalle sagte, wir müssen nicht auch sterben. Der Wind trägt den Samen in ferne Lande. Sie schlug vor, dass die Utaru Reinklang verlassen und fortziehen. Dieses Land gehört zu uns. Ein Baum packt nicht seine Wurzeln, auch wenn ein Feuer naht. Ihr seid keine Bäume. Das spielt keine Rolle. Kalle trug eine Samentasche bei sich? Das tut jeder Utaru. Wir wählen in jungen Jahren Samen aus den Pflanzen der Ahnen oder anderer wichtiger Personen. Und nach dem Tod kehren die Samen in das Land zurück, das uns nährte, damit neues Leben sprießen kann. Und deshalb will ich Kalles Tasche. Ihre Samen sollen in Reinklang wachsen. Der Fluss trägt die Samen zu neuem Boden, wo sie sprießen und blühen werden. Aber in der Fremde. Mehr Hoffnung bleibt uns nicht. Falls ich dort vorbeikomme, suche ich sie. Danke. Der Sporn liegt im Nordosten von hier. Suche bei der zerstörten Brücke unten an der Klippe, direkt am Fuß des Sporns. Dort fand die Suchmannschaft auch ihr Instrument. Okay. Genehmigst du mir das? Vergeude du deine Zeit, wenn du willst. Zu suchen, was das Land sich bereits wiedergeholt hat, ist sinnlos. Haben wir am Monatsende nichts? Ich habe Rüstung. Ich verstehe deine Sorge. Was ist hier los? Klingt nach einem Problem. Wir sprechen von etwas Wichtigem, Fremde. Ja, bitte. Später. Genau deshalb mag ich oft lieber Pflanzen als Menschen. Sie sind weniger anstrengend. Ich entschuldige mich. Mein Volk war einst freundlicher, doch Hunger nimmt vielen ihre Herzlichkeit. Sieht aus, als würde es hier an ziemlich vielem mangeln. Kann man da irgendetwas tun? Yol hat recht. Wir brauchen Nahrung. Deshalb haben wir Jagdgruppen ins Altholz geschickt. Einen Wald im Norden. Wir haben nie Tiere gejagt, um zu essen. Wir mussten es nie. Doch da unsere Ernte ausbleibt, haben wir keine Wahl. Doch etwas anderes ging schief. Eine Maschine massakrierte die letzte Gruppe von Jägern. Ein Krallenschreiter. Und glaubt man dem einzigen Überlebenden, war er tödlicher als alle zuvor. Bis er fort ist, kann ich keine Jäger schicken. Und ohne Fleisch werden unsere Leute immer dünner. Ich hab dich da oben gesehen, als ich vor dem Chor gesprochen habe. Ja,
Verzeih mir, dass ich dir nicht besser helfen konnte. Und vor allem so. Viele Utaro denken, dass wir über der Politik stehen, aber das ist falsch. Ich bin oft nicht einig mit Fane, doch ich muss häufig mit ihm zusammenarbeiten. Also wolltest du ihn nicht verärgern? Jedenfalls nicht so öffentlich, nein. Ich hoffe, du verdenkst mir das nicht. Schnee von gestern. Am Ende hat's ja geklappt.